ging jetzt doch alles schneller als gedacht, Leute. Wir haben ein sehr glückliches Baby. Es ist eine Puppe. Ach was? Hallo, Team Harrison! Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Leute, es wird ernst. Kannst du aufhören, das Bett so zu wackeln? Mir wird schlecht. Oh, das Baby passt zu uns. Ja, Leute, es wird ernst. Ja. Jetzt kann man wirklich schon die Tage zählen. Ich glaube, Ende des Monats, Anfang des Monats spätestens, sind wir zu viert. Ja, und wir müssen jetzt hier langsam fertig werden. Deswegen haben wir uns entschlossen, heute die letzten Vorbereitungen zu machen. Ja. Und euch unsere komplette Erstausstattung für Baby Number 2 vorzustellen. Genau. Ja. Ich habe schon ein bisschen was aufgebaut. Oder bin eigentlich so mittendrin. Ich habe so, so schöne Sachen, die ich einfach... Ja, es wird ein langes Video. Ich muss euch einfach alles zeigen. So, dieses Mal habe ich wirklich übertrieben. Ich gebe Sarah die Kamera und ich nehme den Werkzeugkasten in die Hand. Schatz, du musst schon wieder übertreiben, weißt du? Schatz. Kuckuck. Schatz, was ich sagen wollte. Was wolltest du? Wird dir eigentlich bewusst, dass wir jetzt wieder bei Null anfangen und wir einfach nochmal ein kleines Baby haben? Ja, also ich muss sagen, ich habe ja, wir können ja hier mal ganz kurz mit anfangen. Ich habe ja den Autositz aus dem Keller geholt und sauber gemacht und alles drum und dran, pipapo. Und ehrlich gesagt, hier ist es mir auch wieder so klar geworden, gell? Dass es hier einfach bald soweit ist. Warum hat unser Baby eigentlich so viele Flecken im Gesicht? Ja, das ist Mia, Schatz. Ja, den Kindersitz, den hatten wir auch bei Mia schon. Den hatten wir dann weitergegeben an Freunde und jetzt ist er wieder bei uns. Wir sind sehr, sehr, sehr happy mit dem, weil der hat auch so eine Liegefunktion. Das ist die Liegefunktion. Ja, ja, und jetzt die Sitzfunktion. Also das finde ich total praktisch, auch wenn man längere Autofahrten hat oder wenn man das dann auf einen Buggy drauf tut. Ja. Der ist von... Eye Candy. Nein. Nein. Von Kiddy. Kiddy, genau, und ich glaube, das ist der einzigste, also den einzigsten, den ich kenne, der diese Liegefunktion hat. Okay, das Baby tun wir jetzt, glaube ich, am besten mal weg, Schatz. Also so sieht es hier aktuell aus. Wir diskutieren noch die ganze Zeit, ob wir das Bett auf die Seite stellen sollen und das Bett dafür dann rüberschieben sollen, anstatt dafür, das Bett hier hinstellen. Dafür will sie aber, dass ich mich von meinem Nachtkästchen verabschiede und das sehe ich nicht ein. Ja, aber Schatz, sonst haben wir da keinen Platz. Weil ich denke mir jetzt bloß, es ist Sommer und wir können halt sonst das Fenster nicht aufmachen, Schatz. Weil dann, wir machen das Fenster sowieso nicht auf, wenn Sommer ist, weil es dann schweineheiß da draußen ist. Ja, nein, aber wenn wir abends ins Bett gehen, können wir das Fenster aufmachen. Oder wir liften, bevor wir ins Bett gehen. Ach, Schatz. Ja, okay. Wir müssen echt überlegen. Wir finden auf jeden Fall eine Lösung. Wir müssen halt jetzt so ein bisschen schauen, ob es dann hier trotzdem zu viel wird oder nicht. Müssen mal gucken. Dann fangen wir mal an. Ich zeige euch mal so den Schrank, was wir so alles haben. Ich habe wirklich, ich habe immer gedacht, ich habe zu wenig. Und jetzt glaube ich mittlerweile, dass ich fast zu viel habe. Aber hier in dem Schrank habe ich alle Schlafsachen. Und das wollen wir jetzt zum Beispiel jetzt mal probieren. Das haben wir bei mir nicht probiert. Das sind Puck-Schlafsäcke. Da kommt dann das Baby. Moment, ich brauche wieder unser Baby. So. Das tut nicht weh, mein Schatz. Das kommt dann so rein. Okay, sei ruhig. Und dann wird das so, wird das Kind hier so reingelegt. So. Sieht jetzt nicht so. Und dann hat man einen Kuckuck. Und wenn man ganz lange und fleißig wartet, hat man hoffentlich irgendwann einen Schmetterling. Und so gehen dann die Kinder schlafen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Mia haben wir immer mit Seuchentüchern gepuckt. Und die haben wir dann immer so, jetzt pass auf. Kannst du das noch? So, ja. Wir haben das gemacht wie so ein Rap. So, und dann haben wir so gemacht. Und so ist schlafen gegangen. Nein, aber das ist halt ein bisschen komplizierter. Da muss man halt dann schon immer das so umlegen. Halt so, das dauert einfach ein bisschen länger. Aber sie war immer in so einem Tuch eingewickelt. Und sie hat es geliebt, so ganz eng und verschlossen zu schlafen. Deswegen glaube ich, dass es eine coole Alternative ist. Ansonsten habe ich hier in der Schublade dann noch ganz viele so Strampler, wie der jetzt zum Beispiel.
Genau, da habe ich immer die Größe 56, 62 schon drin, genau. Und halt so ganz tolle Zweiteiler, die sehen auch so schön aus. Schaut mal, wie süß die Zweiteiler einfach sind. Ja, ich habe echt ganz, ganz tolle Teile gefunden diesmal. Also ich bin echt happy mit den Klamotten. Die ganze Schublade ist schon fast überfüllt, das muss ich zugeben. Das sind alles Bodies. Ich habe ganz viele Bodies bestellt und dann habe ich gesehen, dass ich noch end viele auch von mir habe. Dann habe ich einige geschenkt bekommen, aber das sind auch schon verschiedene Größen. Und was man auch dazu sagen muss, ich habe verschiedene Bodies jetzt bei ihr, ne, weil wir ja jetzt ein Sommerbaby haben. Sprich, wir haben so Spaghetti-Bodies, dann haben wir... Tortellini-Bodies. Schatz, warum? Der muss dann Langarm-Bodies und halt so Kurzarm-Bodies. Ja, weil wir ja auch nicht wissen, ne, wie das Wetter sein wird. Und bei mir hatten wir damals nur Langarm-Bodies. An alle Mamis da draußen übrigens, diese Bodies zum Knöpfen sind für einen Anfang wirklich ideal. Also wir haben die geliebt, wir haben ganz viele jetzt von denen, die sind wirklich die besten und einfachsten zum Anziehen. Da muss man die Kinder da nicht immer da durchquetschen. Also die habe ich dann auch teilweise ab Größe 62, 68. Ja, und ansonsten davor zum Krankenhaus und die Zeit danach sind die wirklich am besten. Dann haben wir hier die Windel, also immer eine Windelladung drin. Wir haben immer die von Lily Doom, mit denen sind wir sehr, sehr happy. Die haben wir auch komplett bei Mia benutzt und sind damit sehr gut gefahren. Ein paar Wickelauflagen, Feuchttücher natürlich. Für die Feuchttücher habe ich auch nochmal sowas bestellt. Finde ich auch voll schön. Das sieht dann schön aus, wenn das einfach so da draußen steht. Hier habe ich dann alles drin. Hosen, Pullis, Jogginganzüge, T-Shirts, kurze Sachen. Also alles drum und dran, auch in verschiedenen Größen. Aber das werde ich euch jetzt nicht einzeln zeigen. Aber ihr seht, das ist auf jeden Fall genug. Dann habe ich hier... Spucktücher. Ich sag euch, man kann davon nicht genug haben. Und da habe ich auch jetzt schon ganz viele schöne. Die muss ich euch mal zeigen. Ne? Vor allem, wenn man stillt, braucht man davon echt viele. Ich habe, glaube ich, manchmal am Tag 2, 3 Tücher gebraucht. Ja, die sind richtig schön. Ja, dann habe ich hier natürlich auch noch ganz viele Söckchen. Ja, und dann halt natürlich ein paar Mützchen, auch neugeborenen Mützchen, die sie dann in der Klinik anhaben wird und auch zum Nachhause kommen. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass man eine auf jeden Fall zu Hause hat von diesen simplen Mützen. Lätzchen, davon kann man auch nicht genug haben, das sage ich euch. Also zumindest, wenn ihr so ein Kind habt wie Mia, es war, weil die hat ganz viel gesappert. Und das hat sie vom Papa, Schnullerketten. Der Papa nämlich heute noch. Ja, der sappert wirklich tatsächlich noch sehr viel. So, hier mal ein paar Schnullerketten, die ich bestellt habe. Ich finde die richtig schön. Und ich liebe das ja, wenn da so Silikonperlen dabei sind. Da können die Kinder dann immer auch ein bisschen rumknabbern und es ist halt einfach angenehmer. Ja, von mir, die habe ich alle weggeschmissen, weil die fangen auch irgendwann mal an zum Stinken. Also man kann die nicht ewig benutzen. Ja, und in der untersten Schublade habe ich auch einfach noch viele Klamotten, die noch viel zu groß sind, die ich da jetzt einfach mal lagere, weil ich den Platz anderweitig gerade gar nicht brauche. Stilleinlagen, dann haben wir den My Hummy. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt, aber der macht so komische Geräusche, die dem Bauchgeräusch nachahmen sollen. Also die machen die ganze Zeit... Also im Endeffekt hört sich das Teil an wie ein kaputter Fernseher. Einfach nur... Kennt ihr diese alten Kästen mit dem schwarz-weißen Bildschirm? Genauso hört sich das an. Aber es hat geholfen, auch bei mir. Und das ist jetzt auch noch eine kleinere Variante. Also ich finde das ganz cool. Dann haben wir eine aufblasbare kleine Badewanne gekauft. Ist auch ideal, weil dann steht die nicht rum. Da kann man immer Luft rein und Luft rauslassen. Ist dann auch später mal gut, wenn die ein bisschen älter sind, auch so als kleines Planschbecken. Genau, und apropos Badewanne, haben wir noch so einen Einsatz für die Badewanne. So sieht das aus. Das legt man dann in diese Badewanne rein und das geht halt nicht unter. Und dann kann man die Kinder da reinlegen und dann haben die es da ganz bequem. Man muss sie nicht die ganze Zeit so festhalten. Ja, habe ich bei Amazon gekauft. Das passiert hier übrigens die ganze Zeit hinter mir. Du, mal eine ganz blöde Frage. Das ist ja so ein Staufach. Ja. Das ist schon ganz schön tief. Was? Das sah irgendwie... Oder?
Ja, das sah ganz anders aus irgendwie auf dem Bild. Eigentlich würde es ja nur so. So ist es schon tief. Siehst ja gar nichts. Vor allem du, wenn du hier stehst und das ist das Ende von der Wickelkommode, dann siehst du ja mit einer... Vielleicht kommt es neben... Ah, nein, das kommt woanders hin, Schatz. Ich zeig's dir gleich. Dun, 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 dun. Ja, jetzt kommt der ganze Schrank so weit nach vorne, damit das drauf passt. Und die Fächer hier, die kommen dann dahin, also hier an die Seite. Genau. Boah, das nimmt schon ganz schön viel Platz weg, gell? Ich glaube, das wird nichts mit dem Bett dahin stehen, Schatz. Es steht. Voll gut. Ja, dass da jetzt ein bisschen Farbe reinkommt, kommt meine Bestellung. Ich habe es noch gar nicht ganz angeschaut. Ich habe hier nämlich etwas Maß anfertigen lassen. Nicht Maß, also halt Spezial anfertigen lassen. Nach Wunsch anfertigen lassen. Und jetzt schaut mal, wie schön es geworden ist. Oh mein Gott. Oh, wow. Schaut euch mal die wunderschöne Wickelauflage an. Oh, ich bin verliebt. Ich bin einfach absolut verliebt. Die hat alles genau so gemacht, wie ich das haben wollte. Ich habe da mir die Farben selber ausgesucht, also grau, rosa und diesen schönen Beige-Ton. Das habe ich mir ausgesucht. Da kann man auch draufschreiben lassen, was man will. Also Name oder sowas, aber wir wollten jetzt bloß Princess. Und dann, es geht ja noch weiter, dass alles auch hier zusammenpasst. So zwei Behälter. Ich bin verliebt, wirklich. Ich werde das jetzt gleich hier alles schön dekorieren. Und dann noch passend dazu... Ah, klar. Dass auch hier alles zusammenpasst. Oh, ein Babynestchen. Und noch ein Schlafsack. Oh, also das sieht echt wunderschön aus. Bei ihr habe ich das übrigens bestellt, Velvety. Ja, dann habe ich mich so ein bisschen durchgestöbert und habe dann gesagt, ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem, in dem Stil. Und dann, ein paar Wochen später, ist alles da. Sarah ist komplett in ihrem Element gerade. Aber jetzt sag mal, wie passt das eigentlich farblich alles so schön zusammen? Wo kommt eigentlich dieses Muschelkissen her? Das habe ich mal geschenkt bekommen. Sieht doch so gut aus. Das lag plötzlich bei uns im Bett übrigens, gell? Nein, einfach ich hier so. Hier jetzt gleich Windeln rausholen. Ein Babymaus! Ich freue mich so! Das wird mein Lieblingsplatz hier werden, gell? Oh, bitte nicht so! So bitte nicht, ne? Also, wir haben ja hier noch in die Ecke dann den Heizstrahler hingestellt und die Windel. Wie heißt Windeleimer. Der Windeleimer. Genau. Und hier, schau mal, das habe ich jetzt aus Mias Zimmer gestibitzt. Oh, das wird dir aber nicht gefallen. Ein schönes Licht am Abend. Ja, es schaut schon schön aus, muss man sagen. Also das Ding ist, Sarah möchte, dass wir das Beistellbett jetzt auch schon hier hinstellen. Aber es nimmt einfach gerade unnötig Platz weg. Das ist innerhalb, es ist ja schon aufgebaut. Es ist innerhalb von 4 Minuten, lass es 5 sein, komplett hier fertig. Und es ist einfach auf meiner Seite und ich kann sonst das Bett nicht mehr verlassen. Aber das ist Madame... Naseweiß hier. So schön, oder? Völlig egal. Schon mal, sie ignoriert mich sogar komplett. Auf jeden Fall, das Beistellbett stellen wir jetzt nicht auf. Das steht nämlich seit, ich glaube... Seitdem wir das Video gedreht haben. Als wir das Video gedreht haben, steht es nämlich hier bei mir im Ankleidezimmer. Also, braucht es nicht auch noch neben mir schlafen. Nee, das machen wir dann ganz am Ende, genau. Zu früh gefreut. Tommy muss alles. Das musst du jetzt wieder aufnehmen, gell? Tommy muss alles noch auseinanderschrauben und nochmal zusammenschrauben, weil er es falsch gemacht hat. Das ist so witzig, dass ich darüber berichten muss. Naja, ich hocke jetzt hier noch eine Weile und deswegen würde ich sagen, wir grüßen jetzt schon jemanden. Und zwar gehen heute ganz, ganz liebe Grüße raus an. Nein. Jetzt, Schatz. Okay, Laura Hesler. Ganz liebe Grüße von uns an dich. An dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach Kanal abonnieren und unten kommentieren mit. Ihr wisst es. Hashtag Team Harrison. Ja, ich leiste jetzt Tommy hier weiter noch Gesellschaft und dann zeige ich euch im Wohnzimmer noch die restlichen Sachen. Schatz, du musst dir die Anleitung... Lass mich in Ruhe! Immer ganz Lass genau anschauen. Lass mich in Ruhe!
Ich lasse ihn jetzt da hinten einfach mal werken und zeige euch den Rest, weil ich hole jetzt gleich Mia noch vom Kindergarten ab. Ja, erstmal muss ich jetzt auch dazu sagen, dass ich es jetzt echt realisiere, dass es jetzt einfach bald soweit ist. Und dadurch, dass wir jetzt alles aufgebaut haben, fühlt sich das jetzt auch einfach an, dass wir jetzt so richtig bereit sind, dass sie jetzt jeden Moment kommen kann. Kliniktasche muss noch gepackt werden und ich brauche noch einen Gipsabdruck. Das wird auf jeden Fall die nächsten Wochen noch passieren. Genau, den Kinderwagen, den habe ich euch, glaube ich, auch schon einmal gezeigt. Das ist jetzt der Kindergarten für, der Kinderwagen, für den wir uns entschieden haben. Und wir haben jetzt hier unten das Trittbrett dran, da kann dann Mia sich draufstellen und passt dann auch hier durch. Und auch die passende Wickeltasche dazu. Ja, und den Stubenwagen, den wir bestellt haben und auf den wir 7 Wochen gewartet haben, haben wir uns entschlossen, wieder zurückzugeben. Ja, weil jeder schwört auf dieses Teil. Das ist die Swing to Sleep. Genau. Und die kann man einstellen. Ich habe es jetzt noch nicht angemacht. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie das alles funktioniert. Und die wippt halt dann die ganze Zeit und soll die Kinder sehr beruhigen, dass sie da gut schlafen können. Und dass man halt einfach auch mal die Arme frei hat. Weil ich glaube, wenn man das zweite Kind hat, muss man sich ja auch noch um das erste kümmern. Das heißt, man kann es nicht die ganze Zeit so rumtragen. Deswegen hoffe ich, dass sich die bewähren wird. Und ja, sieht jetzt gar nicht so schlimm aus. Es nimmt natürlich schon einiges an Platz weg. Ist halt ein Mordsgestell, aber muss ja auch seinen Zweck erfüllen. Genau, dann habe ich hier noch ein bisschen was. Und zwar, aber den packe ich jetzt nicht aus, Leute. Den seht ihr dann, wenn es dann soweit ist und ich den dann ausgepackt habe. Und zwar habe ich so einen richtig schönen Spielbogen bestellt. Den habe ich bei Fantasy Room bestellt. Genau, der sieht so aus. So eine Muschel mit einem Spielbogen, ein bisschen Spielzeug dran, ja. Genau. Dann eine Spieldecke, die kann man auf den Boden legen, dann kann die Kleinen hier am Boden ein bisschen spielen und ein Stillkissen. So läuft es dann ab, das kann man sich dann so auf den Schoß legen und dann kann man das Baby hernehmen und hat da dann so ein bisschen eine Stütze und kann das Baby dann nebenher stillen oder einfach nur drauflegen. Und nebenher essen oder sich schminken. Also man versucht halt dann alle Dinge, die man erledigen muss, während dem Stillen zu erledigen. Weil Stillen am Anfang sehr, sehr viel Zeit beansprucht. So ein Stillvorgang, der kann am Anfang schon so 45 Minuten gehen. Und dann 2-3 Stunden Pause und dann nochmal 45 Minuten. Also es ist wirklich sehr zeitaufwendig. Und da muss man dann gucken, dass man nebenher dann noch andere Dinge machen kann. Und dann finde ich sowas eigentlich schon immer sehr praktisch. Und zu guter Letzt will ich euch nur sagen, weil da bekomme ich auch immer wieder Fragen von, woher mein Stillkissen ist. Das ist von Hobea. Und ich habe davon 2. Eins im Wohnzimmer und eins im Schlafzimmer. Er hat es geschafft und jetzt ist es einfach andersrum, aber ich finde es so auch fast cooler. Jetzt ist es richtig rum. Ist richtig rum. Ja, also jetzt ist da hinten das Trennfach. Finde ich cool. Schatz. Gut gemacht. Ja, und den Spiegel lassen wir da hängen. Also da werden wir jetzt nicht mehr so großartig viel rumbauen. Nein. Weil ich wollte hier eigentlich Regale haben und noch sowas, was so runterbäumelt. Nee. Das ist gut so. Ja, schaut mal übrigens meine riesen Schuhe an. Endspurt. Ja, wird schön. Ja, das war es jetzt auch. Also ja. Wir haben, das war alles, was ich, also es gibt jetzt halt mehr, es ist glaube ich auch genug. Was ja, definitiv. Natürlich habe ich noch ein bisschen in der Küche, so Flaschen und alles Sterilisator. Ja, aber das sind und, so, aber, ja. Ja, wir machen jetzt hier Cut. Ja, genau. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss.